Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und unsere Mutti ist schon wieder komplett zerstört. Also ich meine, ihre Bedürfnisse gehen vielleicht noch, aber sie hat kaum Schlaf bekommen die Nacht und das übliche leidige Thema. Am Mittwoch können wir dann auch schön unsere beiden Babys hier eltern und wir kriegen dann ja vielleicht diesen Part auch schon wieder noch ein Kind. So, die Kids sind jetzt wieder zur Schule und das wird jetzt erstmal ein bisschen sehr stressig werden. Sie ist auf jeden Fall mit ihren Fähigkeiten auch schon gut dabei. Sie hat nämlich gerade hier schon Level 3 erreicht. Kommunikation hat sie schon Level 3. Denken fehlt ihr nicht mehr viel, aber ich lasse jetzt erstmal Fantasie ein bisschen hochbringen. Ja, dann können wir sie auch schon bald älter machen. Warum bringt ihr nicht immer diese Kartons mit? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber hey, sie haben wieder Schulprojekte mitgebracht. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben ein paar Sachen geschenkt bekommen. Das ist gar nicht mal schlecht. So, tschüss. Nice. Das behalten wir natürlich. Cool. Die schreien weiter. Die haben gerade weiter geschrien, obwohl sie schon glücklich waren. Wow, zum Glück hat es doch aufgehört. Ihr geht es jetzt ganz schön scheiße nach ihrer Arbeit hier. Deswegen würde ich mal sagen, mach jetzt dich in Ruhe fertig. Du ebenfalls. Oh, sie ist auch fertig. Makelloser Ruf. Okay. Alles klar. Ich glaube, dann können wir uns besser anfreunden, auch wenn wir ja aus dem Rampenlicht ausgetreten sind, weil ich möchte nicht bekannt werden. Lul. Es ist jetzt Mittwoch. Ich werde die Kinder jetzt einfach gleich älter machen, weil irgendwann reicht es auch. Weil ich meine, sie konnte jetzt halt wieder nicht gut schlafen. Und das Problem ist, wir kriegen ja noch ein Kind. Drittes Semester ist nämlich in 18 Stunden schon. Und naja, wenn wir noch ein Kind kriegen, wird kritisch alles, ne? Älter werden. Yay, Geschenke. Yay. Lol, die Haare habe ich heute erst runtergeladen. Sehr schön. Und du? Yeah, Post. Cool. Yay. Okay. Ab in den Creator Sim. Ich nehme euch heute einfach mal nicht so mit, sondern speede das einfach ab, weil es ist schon ziemlich langweilig, I guess. Wenn ich da immer so, oh, man könnte das nehmen und das und... What? Ihr seht es jetzt einfach so im Schnelldurchlauf. Die kriegen alle keine guten Noten, weil die, glaube ich, immer nicht genug Level haben, ne? Okay, er müsste jetzt einfach nur seine Hausaufgaben machen, dann müsste es funktionieren. Dann müsste er halt ein... Also, weiter. Dingsen hier, ihr fehlt Fähigkeitslevel, ihr auch. Okay, darum müssen wir uns mal kümmern. Alle haben einfach null Spaß, okay. Guckt einfach alle gemeinsam fern. So, sie erreicht jetzt auch gleich Level 3, glaube ich, in Tanzen. Und dann ist die Chance auch höher, dass sie halt hier dann ein... Genau. Genau, dass sie dann halt Einserschülerin wird, damit wir sie auch aus dem Haus werfen können. Genauso wie Brandon. Ich kaufe jetzt einfach mal ein Buch, weil sie hat ja eine relativ hohe Fähigkeit in Raumfahrt, also Level 2. Und sie bräuchte ja Level 3, um eine 1 zu kriegen. Und dann kann sie einfach dieses Buch lesen. Oh, das war gar nicht sie mit Raumfahrttechnik, aber egal, dann liest sie halt einfach trotzdem das Buch. Dann lernt sie halt vielleicht dadurch einfach ihre Fähigkeit. Oder wir kaufen jetzt noch ein Malereibuch. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die Kinder wollen nicht schlafen. Was ist denn mit euch? Hallo. Ich raste gleich komplett aus. Oh, Leute, haltet doch einfach eure Scheißfresse und geht schlafen. Danke. Yeah, es ist Erntefest. Da müssen wir, glaube ich, dekorieren. Deswegen können wir einfach Dekoration anbringen. Juhu. Wir wollen natürlich unsere Punkte hier mitnehmen. Oh nein, jetzt kommen die ganzen Zwerge wieder. Das finde ich immer ein bisschen sehr anstrengend.
Aber klar, sie kann ein Festmahl kochen für uns alle. Ein festliches Frühstück. Entbindung und Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist schön. Wenn sie heute ihr Kind kriegt, dann weine ich übrigens. Also an diesem Donnerstag. Weil ich meine, es ist Erntefest. Dann stellen wir das da hin und dann zum Festmahl rufen. Hi, Zwerge, was geht? Ich werde mit denen einfach nichts machen, ich habe Angst. Na, no, das nenne ich Familie. Bis auf, dass sie stinkt. Oh, sie hat die Punkte schon bekommen. Okay, gut. Dann gucke ich mal, was ich ihr jetzt gebe als nächstes. Ich nehme betörend. Es kam Post. Sie hat auch wieder diesen Karton. Why? Okay, ein Spielzeug für 155. Cool. So, ihr da oben könnt ja ein bisschen eure Fähigkeiten weiter ausbauen. So, jetzt fehlen nur noch zwei Bestseller. Juhu! Oh, den kennen wir nicht. Das ist ein Typ. Ich möchte den einmal kennenlernen, weil das könnte unser nächster Baby Daddy sein. Da sagen wir natürlich nicht nein. Erstmal betören. Oh, weil wir direkt Freunde sind, wegen unserem Ruf da, ne? Wow. Also, hi, du bist jetzt geil, oder? Ich möchte deine Hände küssen. Mach dich an. Ich möchte dich knuddeln. Easy, Alter. Wir sind doch einfach mal dankbar für ihn. Warum auch immer. Wir kennen ihn seit 2 Sekunden. Einfach damit wir das ja auch noch abschließen, weil warum nicht? Ich würde auch immer Schwangere küssen, ganz normal. Ist einfach voll bescheuert, ne? Aber okay. Durch Körperwärme aufwärmen. Dass das eine Option ist. Ich habe die noch nie gesehen, Alter. Aber ich liebe sie. Jetzt schon. Weil eigentlich ist es echt süß. Wann kriegt sie denn bitte ihr Kind? Ich möchte, dass sie ihr Kind kriegt, bitte. Danke. Oh, da kriegt sie ihr Kind. Das, perfekt. Baby im Krankenhaus bekommen. Nein, wir gehen alleine. Ich hoffe jetzt einfach mal auf einen Jungen, weil wir haben irgendwie fast nur Mädchen so. Wir haben 2 Jungen bisher bekommen, glaube ich. Und naja, das hat schon ein bisschen wenig. Ich hätte gerne mal wieder einen Jungen. Weil die Mädchennamen sind jetzt halt schon voll weit fortgeschritten im Alphabet. Und die Jungennamen so... B. Hilfe? Hallo? Ich muss mich hier anmelden. Okay, los geht es. Ist das ein neuer Arzt? Ich glaube, den kennen wir noch gar nicht. Er hat eine komische Nase, oder? Oder sah das... Es geht. Nee, den kennen wir noch nicht. Oh, Praktikant. Wie schön. Ja? Kind wird auf jeden Fall Sonntag dann zum kleinen Kind. Das ist gut zu wissen. Es ist schon wieder ein Mädchen. Wir nennen sie Ilona. Ich will kein Mädchen mehr. Also, ich möchte auch mal wieder einen Jungen kriegen. So, you know. Ja, yeah, wir haben 500 Punkte bekommen fürs Erntefest. Geil. Wir sind wieder ein 8er-Haushalt. Juhu. Gut. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, es ist der nächste Morgen angebrochen und alles eskaliert komplett, weil diese Familie einfach nur komisch ist. Wir sehen uns. Bis dahin. Und tschüss.